Hallo, 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 liebe Freunde, und willkommen zurück zu Tomb Raider Remastered. So, ich suche jetzt mal weiter nach einem Weg da rein. Ups. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Upp. Es muss ja hier irgendwo... Ah, hier konnte ich hoch. Hallo, Wickermaus. Es muss ja hier irgendwo einen Weg geben, wie man da reinkommt. Da ist nix. Wicker, nicht auf die Tastatur stellen. Du bist eine gute Katze, aber nicht auf die Tastatur. Komm mal mit, mein Mädchen. Komm mal mit. So, ich habe mal ganz kurz, ich fieser, die Katze ausgesperrt. Irgendwo hier muss es noch einen Weg geben. Da unten war ich schon. Ich speichere mal und schaue mich hier noch mal ein bisschen genauer um. Ich habe geladen statt gespeichert, oder? Ja. Ich habe wieder geladen statt gespeichert. Ha. So. Okay, jetzt speichere ich aber. Speichern. Es müsste irgendeine Taste geben zum Schnellspeichern. Das wäre praktisch. Ja. Okay, jetzt sind wir hier. Da ging es rein. Da war der Raum mit den... Krokodilen. Da hinten ist aber auch ein Tunnel. Seht ihr das? So war das nicht gedacht. Okay, da ist der Raum mit den Krokodilen gewesen. Ich glaube, durch den Gang da hinten kamen wir nur zurück zum Anfang. Okay, da ist noch eine... Ich spring nochmal hier rein. Ja, das ist der Raum mit den Krokodilen. Und hier hinten komme ich nicht hoch. Ich glaube, ich muss da hinten lang. Da geht ja auch ein Gang hoch. Aber ich glaube nicht, dass ich den Sprung schaffen würde. Oder überhaupt schaffen könnte. Hier ein bisschen Anlauf und aua, nee, keine Chance, da irgendwie hochzukommen.
Ah. Ah, oh, jetzt habe ich's entdeckt. Ah, hier geht's auch hoch. Oh, da ist Munition. Seht ihr das? Erstmal da rein. Und die Muni hinten holen. Okay. Die Kamera ist gerade nicht so ideal. Lara? Okay. Kamera? Ich sehe überhaupt nichts. Ah, oh, Mist. Ich wollte kein Leben verlieren. Also nochmal. Darunter. Hier lang. Und dann erstmal die Muni holen. Da rein. Und wieder da raus. Und weiter. Und dann hier runter. So. Ah, da geht's runter. Ah, die Kameraperspektive manchmal. Ah, okay, hier ist der Hebel. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Dann ist das der Weg nach unten, oder? Ja, das ist der Weg nach unten. Gut. Wir haben den Weg entdeckt. Das freut mich. Das freut mich richtig. Dann kommen wir jetzt hier hoch. Ja, das sieht aus wie ein Kolosseum. Da sind ganz viele böse Tierchen. Die knallen wir mal alle ab, bevor die uns irgendwie... Oh. Und Pierre ist auch hier. Da ist er. Okay, haben wir wieder was dazugelernt. Wir wissen jetzt, dass Pierre da auf uns wartet, die alte Potsau. Also nochmal dahin. Da rein. Also muss ich viel, 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 viel früher speichern. Und am besten direkt auf die Shotgun wechseln. Dann zeige ich Pierre mein doppelläufiges Baguette. Oh, Monsieur, this is not a jackhammer, this is a jackhammer. Okay. Hier lang. Darunter. Hebelchen drücken. Speichern. Ich mache mal ein neues Safe Game. Dann die Shotgun. Und hier hoch und warten,
bis Pierre kommt. Wo ist er? Da ist er. Dann geht erstmal hier in Deckung. Da ist er. Dann bekommt er gleich ein bisschen Schrotflintenmuni in die Fresse. Ist er wieder weggerannt? Natürlich ist er wieder weggerannt. Was ein Feigling! Aber der Soundtrack ist echt schön. Okay, wir haben ihn besiegt, dann speichere ich nochmal. Okay. Dann bin ich jetzt gerade mal ein bisschen... Ich glaube, die könnten mir alle Schwierigkeiten machen. Wobei, ich schaue mich erstmal hier oben um. Da ist eine Tür. Wow, das sind aber echt hohe Ränge, wenn du da sitzen willst. Da musst du ja immer hochziehen. Okay, hier ist eine Tür. Die... Ah, hier geht's weiter. Okay, hier ist da oben eine Tür. Dann geht's hier weiter. Okay, ich glaube fast, wir müssen wirklich da unten rein. In die Arena. Dann sollte ich aber erstmal hier die ganzen Löwen und so... eventuell beseitigen. Okay, die laufen auch da hinten hoch. Seht ihr das? Interessant. Oh, da geht's auch rein. Mal gucken, was da ist. Ich habe ja gelesen, dass jetzt demnächst mal ein Patch kommen soll für die moderne Steuerung. Fände ich ganz gut. Also ein paar Macken hat die moderne Steuerung schon noch. Ich finde sie trotzdem wesentlich angenehmer als die Tanksteuerung. Wie komme ich da runter, ohne gleich mein ganzes Leben auszuhauchen? Ich probier's mal. Ah, so komme ich hier runter. Das ist gut. Okay. Dann speichere ich nochmal. Und dann schauen wir uns hier ein bisschen
genauer um. Noch ein Löwe. Schnell weg, Lara. Ja, weg, weg, weg. Lauf, Lara, lauf. Zieh dich da hoch. Braves, Lara, brav gemacht. Komm wieder, komm her, komm her. Ja. Okay. Da ist er. Okay. Ich glaube, hier kommen noch ein paar mehr wilde Tiere. Das ist ja immer in die Arena. Und hier musste man gegen die Löwen kämpfen. So wie in Asterix und Obelix. Und alles nur, um die gute Falbala zu retten. Okay. Ah! Mist, 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 Mist. Okay, ich gehe erstmal da lang, guck mich. Ach ja, das war der. Ich hatte nicht gespeichert danach. Dann erstmal nochmal da hoch. Umdrehen. Was ist denn da unten? Ah, eine Stachelgrube. Gut, da sollten wir nicht reinspringen. Ah, hier hinten ist ein verschlossenes Tor. Okay. Okay. Was ist da unten? Eine Grube mit einem Zugang. Ich schätze mal, dass man dadurch, durch diesen Zugang in die Grube da Löwen und sonst was gelassen hat. Ich speichere mal. Ich weiß ja jetzt, was da unten auf mich zukommt. Ah, okay, die kommt nicht, bevor ich nicht da unten bin. Clever gemacht. Okay. Okay. Jetzt kann ich hier den Hebel betätigen. Und dann kann ich da noch den Hebel betätigen. Das hat jetzt was gebracht. Außer, dass ich jetzt hier die ganzen Ausgänge für die Löwen geöffnet habe. Ich höre schon wieder Knurren in der Ferne. Ich schau mich erstmal um. Wo knurrt's denn? Ah.
drei Löwen. Ja, nee, da springe ich gerade nicht hoch. Kann ich die von hier unten? So ein bisschen geht's. Aber jetzt sind sie wieder weg. Da mal wieder hoch und anlocken. Hallo, hier gibt's Futter. Hier gibt's lecker Lara. Lara Croft. Gut abgehangen. Nö, die wollen wohl nicht reinbeißen. Ah, jetzt sind sie da. Kommt. Und wieder reinhüpfen. Na kommt. Ah, da. Okay, einen haben wir. Da sind noch zwei. Noch einer. Okay, jetzt haben wir alle drei. Okay, aber die wichtigere Frage ist, was hat uns das alles jetzt gebracht? Außer, dass wir die armen Löwen, die armen, hübschen, kleinen Löwen. Ah, das hat uns das gebracht. Okay. Hier ist eine Tür. Ah, da sind Gitter. Und dahinter sind Hebel. Aber hier können wir jetzt in dem Raum sonst erstmal nicht viel machen. Ah, okay, ich muss hier was machen. Ich komme hier nämlich gar nicht wieder raus, so richtig. So scheint es mir. Kann ich das Ding da irgendwie ziehen? Nee, das ist eine Tür. Nee, da komme ich nicht wieder raus. Jetzt sind die Tore offen. Aha. Also hier rauf. Dann sind die Tore offen. Dann kann ich da durch. Kann hier den Hebel betätigen?
Dann kann ich hier rauf. Dann kann ich... Hier rauf. Wieder umdrehen. Und dann mal da rein. Und hier ist ein Medkit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ah. Okay, ich bin zu langsam. Ich schätze mal, dass der Hebel die Tür in Raum 2 öffnet. Also der Hebel da. Öffnet. Ja, da das Tor. Jetzt kann ich hier den Hebel ziehen. Okay, der öffnet da das Tor. Dann nochmal hier auf die Plattform. Und dann kann ich hier durchs Tor. Waffen raus. Hier könnten überall Löwen sein. Oder andere böse Kuscheltiere. Ach ja, ich habe die ganze Zeit Obelix im Kopf. Die Löwen, schick, schick, schick. Kennt ihr das noch? Okay, jetzt bin ich hier. Ich speichere mal. Oh, da ist Muni. Okay. Wohin jetzt? Ich schätze ja mal da lang. Oder, nee, von da kam ich. Hier geht's noch hoch. Aber ich glaube nicht, dass... tolle Kameraperspektive, danke dafür. Also, das ist schon ordentlich Fanservice. Dankeschön, Dankeschön. Das wäre auch fast jetzt... eigentlich wäre das ein Thumbnail wert, wenn das nicht eigentlich schon viel zu platt wäre. Aber komm... ja, ne. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!